Entschuldigung, Mr. Kran. Aha. Du musst mich sofort auf ein Schiff nach China verladen. Oh, muss ich das? Bitte. Ich versuche, jemanden zu treffen. Eine Freundin, mit der ich reden muss. Ist aber eine weite Reise für ein Gespräch. Muss eine gute Freundin sein. Ja, das ist sie. Manchmal, da findet man einen treuen Freund. Den Freund, der für immer bleibt, doch den man ungewollt vertreibt. Es kommt manchmal vor, dass du nicht freundlich bist. Du warst gemein und hast was getan, was nicht mehr gut zu machen ist. Es tut mir so leid, oh, ich hab's nicht so gemeint. Wie mach ich's wieder gut? Es tut mir so leid, und wenn ich dich wieder seh, ja, dann sag ich dir, wie leid es mir tut. Kannst du mir das verzeihen? Oh, Nia, es tut mir so leid. Manchmal, da findet man den Freund, den man so braucht. Du willst den anderen glücklich sehen, doch das hast du dir verbaut. Es kommt manchmal vor, dass du nicht so freundlich bist und du Gefühle verletzt und dein Freund verwirrt und traurig ist. Es tut mir so leid. Hey, hallo! Bist du nicht Thomas von der Insel Sodor? Ich glaube, wir kennen uns vom großen Rennen. Oh, hallo! Ich weiß noch, wer du bist. Du bist Yong Bao. Du sagst es. Aber was machst du in China, Thomas? Oh, ich bin auf der Suche nach einer Freundin. Du meinst einer Freundin aus Sodor? Nein, einer Freundin aus Afrika. Mir ist heute Morgen eine Dampflok aus Afrika begegnet. Ist das dein Ernst? Ja, sie wollte nach Sanedencia. Sanedencia? Ja, zu den Regenbogenbergen. In die Regenbogenberge? Aber na klar. Danke, danke. Wenn du in die Berge fahren willst, brauchst du einen Schneepflug. Ja, nun sehe ich klar, die Hoffnung ist da, dass ich dich bald wieder hab. Ich bin bereit, sag, es tut mir leid, damit unsere Freundschaft bleibt. Es tut mir so leid, oh, ich hab's nicht so gemeint. Wie mach ich's wieder gut? Es tut mir so leid, und wenn ich dich wieder seh, ja, dann sag ich dir, wie leid es mir tut. Oh, Nia, wirst du mir das verzeihen?